Wir könnten ja mal den Ford GT jetzt tunen. Gucken, wie der mal im Serienzustand performt. Also ich fahre immer vom Street Racing Festival, fahre ich die, na gut, die S-Kurven, würde ich jetzt mal sagen. Dann lernt man relativ gut, wie das Fahrzeug sich verhält, wie die Balance vom Fahrzeug ist. In der Pyramide gibt es eine schöne Blitzerzone, wo ich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit ermitteln kann und wie sehr das Auto sich dann dadurch verbessert hat. Und 180 km/h im Durchschnitt, ist relativ perfekt gefahren. Ich meine ja auch nur vielleicht, ne, Bauer? Okay, hört sich gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Und tun das Fahrzeug mal auf S1. So, eingemacht ins Tuning. So, was haben wir jetzt für das Auto alles geupgradet? Wir haben den Serienmotor gelassen. Wir haben kein Allrad. Wir haben einen Turbolader mitgenommen. Wir haben Forza Spoiler hinten und vorne. Wir haben Slickreifen mitgenommen. Wir haben die breitesten Reifen drauf. Wir haben die Serienfelgen mit der Seriengröße. Wir haben vorne die Spurweite um einen Schnuff nach vorne gesetzt. Hinten nach ganz hinten oder nach ganz nach außen. Beim Antriebskonzept haben wir, ne, die Rennkupplung. Wir haben das 7-Gang-Getriebe. Ich finde immer sehr schön, S1 im 7-Gang-Getriebe zu haben. Dann haben wir die Carbon-Kardanwelle. Dann haben wir ein Renndifferenzial. Vorne Keramikbremsen, damit das Auto natürlich auch logischerweise bremst. Dann haben wir uns die Rennfeder mitgenommen. Den Stabi vorne. Ein Rennstabi vorne, Rennstabi hinten. Wir haben keinen Überrollkäfig mit. Wir haben einen Überrollkäfig mit. Wir haben einen Überrollkäfig mitgenommen. Und wir haben die zweite Stufe der Gewichtsreduzierung, die Sportgewichtsreduzierung haben wir drauf. Am Motor haben wir alles mitgenommen, also es ist alles drin. Somit haben wir einen Vollausbau, der auf S1 geht. Und jetzt gehen wir ins Feintuning. So, Feintuning as usually 1921. Finde ich immer schön zu fahren. Dann gehen wir in die Übersetzung, gucken mal, wie das sich so... Einfach, dass die Gänge in einem sehr schönen... Also was ich immer gerne erkläre, ist halt, dass man hingeht und sich so eine schöne imaginäre Kurve vorstellt. Also in dem Fall sehe ich zum Beispiel, der fünfte Gang ist ein Ticken zu lang für die schöne Kurve. Ja, jetzt haben wir hier, müssen wir uns vorstellen, hier so eine schöne Kurve. Dann sehe ich immer noch der vierte. So, also eine schöne Kurve. Bei dem Auto würde ich 2,9 negativen Spurz mitnehmen und 1,8 hinten. 0,2 um das Einleckenverhalten ein bisschen zu provozieren. Jetzt nicht übertrieben viel, aber zumindest ein bisschen. Nachlauf nehme ich jetzt mal, da es ein Ami-Fahrzeug ist, also ein Ford-Motor halt ist, generell ein sehr hecklastiges Auto, was sehr krass auch zu übersteuern, sozusagen die Charakteristik da ist, dass das Auto sehr stark übersteuert. Gar nicht so viel vorderen Nachlauf, damit wir ein bisschen einbremsen können, dass wir dieses Übersteuern provozieren. Die Stabis hinten machen wir as usually immer weicher, damit wir dem Auto einfach ein bisschen mehr Spielraum im Heck geben können. Vorne einen Ticken härter, damit er auch vorne ein bisschen arbeiten kann. Vorne natürlich möchten wir weiche Federn haben, damit wir, wenn wir bremsen, in die Kurve eintauchen können. Das Fahrwerk, da wir Vorzugsflügel haben, würde ich gar nicht so hart auf die Höhe gehen. Wir tun genug Drag produzieren. So, Zugstufenhärte, wir lassen das Auto ausfedern, aber nicht zu weich. Hinten darf es ruhig ein Ticken weicher sein, damit man die Bodenunebenheiten einfach gut ausfedern kann. Immer hinten ein Ticken weicher. So, Aero vorne, machen wir mal auf, ja, 125. Hinten möchten wir ein bisschen mehr Flügel haben. Nicht zu viel Flügel, eigentlich im Normalfall immer vorne mehr als hinten, damit wir auch ein bisschen mehr Heckrotation bekommen. 154 as usually und 1420. Wir haben immer noch genug Sperre, aber nicht so viel Sperre, dass das Auto die ganze Zeit ins Übersteuern gezwungen wird, und 20, um nicht so viel Verzögerung zu haben, sondern direkt on point zu sein. Und jetzt gehen wir in die Testfahrt. So, angekommen, fahren wir vom Straßenszenen-Festival weg, in diese S-Sektion rein. Da finde ich sehr schön immer zu gucken, wie das Auto reagiert aus mittleren bis langsamen Kurven, wie gut das Auto rausbeschleunigt, wenn ich Vollgas gebe. Ihr seht ja unter mir meine Controller-Inputs. Ne, also das heißt Vollgas, das heißt kein Gas, das ist Vollbremsen, das nicht. Das ist Lenken.
Und da sieht man auch ganz genau, wie sehr ich das Auto sozusagen in die Kurven prügel. Und ich merke schon, dass der echt schnell ist. Also. Schleunigt auch sehr gut raus. Jetzt gucken wir mal, wie das Kurvenverhalten ist, bzw. Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir haben mit dem Ford hatten wir 180 km/h im ersten Test. Ja, das ist deutlich schneller. Da sind wir 30 km/h schneller im Durchschnitt. Das Ford GT Tuning ist echt gut. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link zum meinem Twitch-Kanal. Gerne da auschecken, gerne ein Follow da lassen. Ich streame regelmäßig da Forza. Könnt ihr mich auch live fragen, was für ein Tuning ihr gerne sehen möchtet. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Dankeschön und haut rein.